Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Wir haben uns gerade hier mit so ein paar Kamikaze-Mönchen rumgeärgert. Die sind nämlich echt gefährlich hier. Das nimmst du, das kann ausgeteilt werden. Das geben wir mal ihm. Ich hoffe, er ist jetzt nicht überladen. Ne, geht noch gut. Die hier Unwesen getrieben haben. Schau mal, was ihr hier unterlassen habt für uns. Wieso? Ist das raus? Geh mal hier rüber. Ah, man sieht es noch nicht richtig, ne? Genau. Da haben wir was zum Buddeln. Das ist doch mal wieder was für Chojin. Ein Gurkenglas. Titan Base, this is Outpost 3. Come in. Go ahead, Outpost 3. 10-4, Titan Base. Just had to kill another robot out here. Don't know where they're coming from, but this is the second one this week. Copy that, Outpost 3. Any casualties? Just one. Brother Darius blew himself up to stop it. May Titan bless his passing. May he become one with the great glow. Sending you Brother Noble as a replacement. 10-4, Outpost 3, out. Okay, ich hoffe, dass das da unten der Outpost ist, wo wir Bescheid sagen müssen. Legen hier mal ein Quicksave an. Hallihallo. Ihr müsst entweder neu in Titan Canyon sein oder begierig darauf, mit dem großen Glut zu verschmelzen. Ihr wurdet dabei beobachtet, wie ihr Reisende und Monks angegriffen habt, die unter Titans Schutz stehen. Wir haben Berichte von Brüdern empfangen, welche die Gruppe von Banditen verteidigen, welche wiederum behaupten, Kirchenpolizei zu sein, direkt bevor die Verbindung abbrach. Obwohl wir Überfälle und Plünderungen nicht gutheißen mögen, ist unser Gesetz eindeutig. Sobald ein Reisender im Canyon von einem Bruder eskortiert wird, darf ihnen niemand etwas antun. Diejenigen, welche das Gesetz verletzen müssen, getötet werden. Ihr habt dieses Gebot bereits gebrochen. Wir haben Befehl erhalten, unsere Nuke-Granaten nicht gegen euch einzusetzen. Noch nicht. Fordert euer Glück nicht weiter heraus. Nun, was sind eure Angelegenheiten? Ranger-Auftrag. Tut mir leid, all diese Reisen durch die Feldschlucht müsst zuerst Tribut zollen. Den großen Gott Titan. Es gibt keine Ausnahmen. Der Schwur, Tribut zu zollen, berechtigt zu einer Mönchseskorte und gewährt Schutz vor den Dienern des Atompilzes. Sobald Tribut gezollt wurde, ist Reisenden Eintritt in den Tempel des Titan und Durchgang der anderen Seite der Feldschlucht erlaubt. Verweigerer übergeben wir den großen Glühen. Der Tribut, der von einer Gruppe verlangt wird, hängt von deren Eigenschaften ab. Von einem Händler mögen wir medizinische Waren verlangen, von einem Fahrer Nahrungsmittel, von einer Wasserkarawane Wasser. Euch Rangern bitten wir lediglich darum, das zu tun, was ihr am besten könnt. Beschäftigt euch mit den Gefahren des Ödlands. Die Atomgranaten unserer Brüder sind mit schwachen Spuren der Macht des Titans angetrieben. Diese wiederum finden sich in abgelegenen Stellen hier im Canyon. Ich habe hier drei Kanister für radioaktiven Schlamm. Findet drei Deponien und füllt sie auf. Nachdem ihr dies getan habt, geht zum Tempel und euer Tribut ist beglichen. Legt den Eid ab, diese Aufgabe zu erfüllen. Wir geloben. Sehr gut. Wir sind euch sehr dankbar. Der Tribut muss am Tempel des Titans entrichtet werden. Ihr werdet dahin vom Bruder Shapiro eskortiert und beschützt. Bruder Shapiro, bitte begleite die Reisenden zu dem Tempel. Um den Tempel zu finden, müsst ihr nur dem Hauptweg folgen, der sich durch den Canyon schlängelt. Aber was ihr sucht, findet man wahrscheinlich in den kleineren Ausläufern und versteckten Kurven. Passt auf, nicht zur Beute der wilden Tiere zu werden, die in den wenig bereisten Bereichen herumtreiben. Falls ihr Vorräte braucht, bevor ihr aufbrecht,
Ich habe ein paar Waren zum Handeln. Also Handel machen wir auf jeden Fall. Aber Bruder Chavez bat uns, dir zu erzählen, dass er Tribute entdeckt hat und einen Karren braucht. Vielen Dank. Wir werden jetzt gleich eine Ablösung zu Bruder Chavez schicken. Wir stehen in eurer Schuld. Das gab schon mal Erfahrungspunkte. Sehr schön. Bruder Gerald, bitte suche Bruder Chavez und biete ihm Unterstützung an. Die Texas-Klapperschlangen-Miliz hat den Canyon infiltriert. Ja, sagen wir das mal. Also, das ist der Name der schwarzuniformierten Spione. Woher wisst ihr das? Habt ihr entdeckt, woher sie kommen? Ah nein, Mist! Das wollte ich nicht verraten. Haha, ich wollte mich auf deren Seite schlagen, ne? Weil wir diese kranken Atomfanatiker hier alle umbringen wollen, ne? Ah, richtig. Da war irgendwo am Anfang des Canyons einer, der hat gesagt, wir müssen irgendwie einen Plan rausfinden, wie wir die fertig machen und so. Das sind nur Gerüchte. Das ist bedauernswert. Falls ihr noch weitere Informationen erhaltet, dann lasst es uns bitte wissen und wir werden euch dafür belohnen. Sichere Zone. Ja. Große Glut kennen wir uns auch mit aus schon. Titat kennen wir. Klicken wir einfach durch. Atomgranaten wissen wir auch. Verseuchte Granaten. Tribut kennen wir auch. Diener des Atompilzes. Aber wir können es halt alles sagen. Was ist das für ein Schlamm? Kleine Mengen für Titans Macht, die er uns gnädig überlassen hat. Es ist sehr leicht zu erkennen. Grün, glühend, blubbernd und giftig. Berauschend duftendes Zeug. Es wird meist in Metallfässern gefunden, oft halb vergraben über die Zeit. Die am einfachsten zugänglichen Fässer sind aufgebracht. Deswegen müsst ihr euch in die gefährlicheren Gebiete des Canyons wagen. Wer ist Bruder Shapiro? Ein vornehmer junger Bruder. Ihr könnt ihm euer Leben anvertrauen. Der sprengt sich vor uns in die Luft, wir gehen alle drauf. Er wird den Tücken der Schlucht standhalten. Zorn. Sicheren gegenseitigen Zerstörung. Das Evangelium besagt, dass Frieden herrschen wird, wenn alle wissen, dass jeder Angriff auf jemanden dazu führt, dass alle vernichtet werden. Was ist mit Opfern? Geht wohl nicht anders für Titans Frieden. Was ist mit dem Krankenhaus, von dem wir gehört haben? Das Hospital steht allen offen, die den Titanen Tribut zollen. Okay, wir können umsonst rein. Wenn wir den Tribut gezollt haben. Werden nicht auch Unschuldige getötet? In der Tat bedauerlich, dass Unschuldige wie Schuldige gleichermaßen vom Radius der Druckwelle der Selbstsprengung unserer Brüder erfasst werden. Aber Kollateralschaden ist unvermeidbar in jeder friedenserhaltenen Operation. Die Diener des Atompilzes betrauern die Opfer und wünschen ihnen Frieden im Leben nach Tod ihrer Wahl. Aber Bedürfnisse vieler überwiegen die der wenigen. Friede des Titans muss erhalten werden, koste es, was es wolle. Was ist mit Plünderern? Ja, Raider mit Mönchen haben wir gesehen, genau. Wenn ein Beschützerreisender einen anderen angreift, dann gibt es Anlass, denjenigen zu bestrafen. Wenn aber jene, die nicht eskortiert werden, angegriffen werden, dann haben sie das nur sich selbst und niemand anderen zuzuschreiben. Einen Bruder als Begleitung anzuheuern, ist einfach und schmerzlos. Wir eskortieren gerne all jene, die uns Tribut versprechen. Bla bla bla. Warum brauchen wir eine Eskorte? Ist ja klar. Wir wollen Handel treiben. Zeig mal, was du hast. Panzerung 5. Kampffesten. Schmutzige Granaten wollen wir nicht. Plus 1 Sanitäter und plus 2 Chirurg. Das ist cool. Was macht Koordinierung, ist die Frage. Plus 5 Trefferchance und kritische Chance ist ja schon mal super. Führung erhöhen. Das hast du schon, ne? Ja. Der Einzige, der das braucht. Okay, wir verkaufen erstmal unseren Krimskrams. Erstmal kriegst du allen Schrott von uns. Na, was sagst du dazu? Kaufst du schon mal, ne? Schmutzige Handgranaten, die wollen wir eigentlich nicht haben. Können weg. Energiezellen behalten wir natürlich. So, wir haben ein paar Gewehre, die wir nicht brauchen. 30er Munition brauchen wir auch nicht. Shotgun brauchen wir auch nicht. Haben wir genug. Dein Freund, die große Glut, kannst du auch haben. Du behältst das. Das kann weg. 9mm Munition.
762er behalten wir auch, die ist selten. Uah, leere Schlammbehälter. Ja, die brauchen wir noch. Serras Medaillon, da müssen wir noch jemanden finden. Den behalten wir für den nächsten, den wir kriegen. Der hoffentlich ein Kampfgewehr nutzen kann. Sturmgewehre. Strumpfbänder. Bananenpudding. Braucht doch kein Schwein. Ja, wir behalten eine Kampfweste, würde ich sagen. Den kannst du noch verkaufen. Verkaufen. So, wir haben 2000 Scrap. Und holen uns davon... vielleicht ein bisschen 9mm Patronen, wenn du hast. 9mm hast du. 150 kaufst du die alle. Du hast 135 davon, du brauchst keine. 191 davon, du brauchst auch nicht. 42 noch. Energiezellen 36. Ein paar Energiezellen. Und jetzt müssen wir überlegen. Sanitäter Chirurg, das ist schon ziemlich cool. Computerwissen, mechanische Reparatur. Also das nehmen wir mal mit hier, diesen Sanitäter Chirurg. Fähigkeit Erhöhung. Kaufen. Raus da. Auf Wiedersehen. Leb wohl, Ranger, und viel Glück. So. Du trägst momentan was? Das Wasserzeug. Hey, die hat ja gar nichts an. Die hat ja gar nichts an. Sind die alle nackt? Die sind alle nackt? Ach du Scheiße. Das wusste ich gar nicht. Warum sind die alle nackt? Ist irgendwas mit den Klamotten passiert? Und ich verkaufe die ganze Zeit Klamotten. Ich sollte die, glaube ich, mal wieder einkleiden. Was ist denn hier passiert? Seltsam, ne? Habe ich nicht mitbekommen. Die rennen alle nackt rum. Dem war wohl zu warm. Keine Ahnung, wie es dazu kam. So, die Muni geht an Mrs. Uzi. Uzi, Uzi. So, dann würde ich sagen, ziehst du das hier an. Du müsstest jetzt Chirurg und Sanitäter wesentlich höher haben. Sehr schön. Energiezellen tun zusammen. Jetzt ist das 71. Und das war's auch schon. So, und da ist jemand aufgestiegen. Der Chojin. Copy, Ranger. Echo, congratulations. You're welcome. So, was können wir denn Schönes machen? Wir haben 3 Punkte. Wir würden gerne ein Scharfschützengewehr. Obwohl, der trifft super, ne? Brachiale Gewalt wäre natürlich auch nicht schlecht, aber besser ist, wir machen mit Zerstörer höher. Warten wir noch ein paar Böcklein ab. Die sind alle nackt jetzt. Was ist da passiert? Das muss durch diese Explosion passiert sein, oder? Ich vermute, dass das durch die Explosion gekommen ist. Von diesen kranken Bomben. Die brennen alles weg. So wie es aussieht. Okay. Kurz mal ins Logbuch kommen. Wir haben... Schmoder, okay, wir klappern nochmal hier die ganze Gegend ab, dass wir da hinten können. Waren zum Beispiel viele Tiere, vielleicht ist das eine der Stellen gewesen. Bevor wir da hingehen. Deswegen gehst du vorne voran. Das ist ja ulkig. Da warte ich aber die Gegend ab, bevor ich mir hier Klamotten hole. Outpost 1 calling Titan Base. Outpost 1, go ahead. Brother Tash coming in with 3 merchants. 10-4 Outpost 1, report log. Ein Schloss, okay. Also was für dich? 35. Try it. Kritischer Fehler. Mitkommen. Ah, und wir haben einen Mönch bei uns. Bruder Sapiro. Hallihallo, können wir mit dir quatschen? Tut mir leid, ich bin ein Neuling. Hey, da hinten liegt noch voller Kram rum.
So, haben wir den nicht eingesammelt? Da ist noch irgendwas. Hm. Scheint wohl ein Bug zu sein. Schauen wir nochmal bei dem Mönch vorbei, der da gerade eben uns die Quest gegeben hat. War das hier? Ja. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Schnell, Bruder. Wir müssen das Lager räumen. Und woanders hinbringen, bevor die anderen kommen wegen des... Oh, ihr seid Strangers. Hm. Du sagst, die Kiste wurde vergraben. Ja, wir haben direkt angegriffen, nachdem wir sie ausgegraben hatten. Wir wurden direkt angegriffen, meint er wohl. Die Beschriftung der Kisten sagt, da sind Waffen drin. Ah. Klugscheißer Stufe 5 benötigt. Toll. Haben wir nicht. Und Klugscheißer 4. Die Männer, die euch angegriffen haben, sahen aus, als hätten sie Uniform getragen. Uniform? Ich habe keine Uniform gesehen. Das waren Plünderer, nichts weiter. Will ihr Schimmern euch stärker machen als jetzt? Okay, wir kommen nochmal wieder, wenn wir einen höheren Klugscheißer haben. Falls wir das überhaupt machen können. Lass nochmal testen. Ist jetzt weg, ne? Ja, okay. Chance vertan, geht nicht mehr. So, da sind wir noch nicht lang. Aber das ist nur das Stück da durch, oder? Können wir die vielleicht aufbrechen? Unmöglich. Das ist schlecht. Kannst du diesen Zaun weghämmern? Mit 11% Chance nur. Schief gehen. Versagt. Das ist die Frage, ob ich die eine wieder kriege. War denn das mit den Tieren? War das da unten? Die waren doch hier. Ne, hier waren die Tiere. Aber wir müssen hier wohl auch nicht das Teil irgendwie anbringen. Moment mal. Zu den Hotkeys hinzufügen. Können wir das hier irgendwo hin tun? Suchen wir weiter. Ich glaube, hier war aber nichts. Hier konnten wir ja nur... Jetzt wäre ja gestartet. War da oben noch was? Nee. Wir gehen jetzt hier rechts weiter. Wo sind wir? Nicht so sagen gehen. Ne, das geht auch nicht, ne? Schlecht. Genau. Da durch, bitte. Snake calling Rattler. Report. Rattler in position. Target unaware of our presence. Nice work, Rattler. King Snake out. Oh.
Was haben wir denn da? Soldaten. Ja, das ist doof, dass da direkt die... Jetzt kriegen wir Probleme mit den Soldaten. Ich bin eigentlich für die Soldaten, das ist doof. Also muss ich die im Endeffekt alle umbringen. Weil jetzt habe ich mich wieder für die entschieden, so wie das aussieht. Die Frage ist, was wäre, wenn ich hier hochgekommen wäre... Hätte nämlich dann auch angegriffen. Das muss ich testen. Das ist ja schon wichtig. Na komm. Gib alles. Okay. Ich habe noch nichts verkauft und so. Ich muss mehr speichern. Ist ja schlimm. Wenn wir Nein sagen. Ich weiß, da müssen wir zurückkehren, woher er kam, nur die, die schwören können. Okay, was haben wir hier? Sichere, große Glut. Titan. Bruder Chavez braucht Hilfe. Dann haben wir schon mal einen weniger hier. Kriegen Erfahrungspunkte. Sabot, Atomgranaten. Tempel des Titan. Schlamm. Auf Wiedersehen. Also werden wir alle töten und werden das jetzt mal testen, was dann passiert. Am besten schön weit weg von dem Sprengkerl da hinten. Alle nachladen. Alle in die Hocke. Feuer. So, der ist schon mal ausgeschaltet. Ohne, dass er sich in die Luft gejagt hat. Der ist wohl so hoch, dass er sich nicht in die Luft jagt. Keiner der Fanatiker. Oh, da oben sind auch noch welche. Die haben natürlich keine schlechte Position da oben. Ich hätte vielleicht auch auf die andere Seite stellen sollen. Okay, jetzt die Frage, die Schützen lieber oder lieber ihn? Da du ein Fernkämpfer bist, würde ich sagen, auf die Schützen. Du machst eine dicke Ladung auf die hier. Sehr gut. Also sobald die vier Rüstungsschutz haben, macht er richtig Schaden. Sicht blockiert, das heißt, wir können die nicht sehen, das ist schlecht. Wir treffen aber auch hier nicht gut. Ändern wir den Feuermodus. Geh mal hier oben in Position. Ich hoffe, du kannst den jetzt sehen von da. So, jetzt ihn oder ihn? Komm, ihn. Sehr gut. Eigenbeschuss einmal zwar. Ah, da triffst du ihn mit. Das ist schlecht. Gott, wieso kannst du denn auch nicht irgendwie schräg darüber? Das ist ganz schlecht. Ich will nicht Eigenschaden machen. Geh mal dahin. Runde beenden. Sehr gut.
Schade, dass er jetzt nicht alle Sachen hat, die er bei sich hatte. Ach, ich hätte erst Handel mit ihm machen sollen, ne? Okay, das kann ich aber immer noch machen. Oder? Oh ne, der hat echt alle Sachen, die er dabei hat. Das ist krass. Lohnt sich ja richtig, die zu töten. Outpost-Torschlüssel. Das ist doch was hier für Facts. Oder behalt's mal, was eigentlich ein Questgegenstand ist. Führung hast du schon, kann verkauft werden. Trefferchance erhöhen, Gebetsspeer, kritische Trefferchance, das gebe ich mal. Schwer zu sagen, ne? Geben wir es einen Doc. Sanitäter kriegt auch Doc. Die Munition ist für dich. Die Munition ist für dich. Ja, das hat natürlich den Vorteil, dass wir hier voll viel Geld sparen, ne? Wenn wir einfach alle niedermähen. Gasmaskenfilter Schrott. Munition geht an dich. Die Muni können wir mal dir geben. .45 Kaliber haben wir gar nicht. Vielleicht finden wir da noch irgendwann was Gutes. Jede Menge Schrott. Kampfrüstung. Wenn sie die tragen kann, bist sowieso du. Ja, wir sind ziemlich überladen. Müssen wir mal schauen. Noch ein Gewehr. Ein Med-Magazin. So, jetzt müssen wir mal schauen, wer hier was mit sich rumschlägt. Das ist ja viel zu viel Krimskrams. Das mal ihm. Reicht das schon? Ja. Ja, wir sind aufgestiegen. Also, ich hoffe, dass das klappt. Deswegen müssen wir mal schauen, was überhaupt passiert, wenn wir da oben hochgehen. Wir haben ja die auf jeden Fall jetzt gegen uns. Du musst das Tor öffnen. Du hast den Schlüssel, ich weiß ganz genau. Hotkeys hinzufügen. Mach mal auf. Good job. So, alle laden nach. Und Jojo muss etwas ballastlos werden. Kampffeste haben wir an. Kampfrüstung gibt einen Punkt mehr. Sieh die mal an, hast du was Behinderung? -4 Behinderung, ja gut. Das wiegt zu viel, das tun wir. Kann man das wegwerfen? Kein Schrott. Hat Schrott markieren. Geht auch nicht. Komm, dann raus damit. Immer noch zu viel laut dem hier. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Die haben zu viel Gewicht. Sehr wahrscheinlich die ganze Muni wiegt auch heilig, ne? Hm. Shit. Shit, shit. Komm, Shotgun noch weg. Sicher behalten wir mal. Heute einer Kuh. Dachsschwanz. Nicht, dass das nochmal wichtig ist. Das wiegt halt auch verdammt viel alles. Hier, Kampffeste weg. Dankeschön. So, wo liegt bei dir das Problem noch? Du hast zu viel Munition, oder wie? Gib mal das ab an sie. Sehr gut. Okay, legen wir mal hier einen Quicksave an.
und schauen, was passiert, wenn wir jetzt da oben hochgehen. Jetzt greifen die mich doch hoffentlich nicht an. Acht, wir sind entdeckt worden. So, alles kein Problem, wir hören zu euch. Ihr geht besser weiter, wenn ihr keinen Ärger wollt. Was macht ihr hier? Hört zu, Ranger, wir haben keinen Ärger mit euch, aber ihr habt hier keine Befugnis. Jetzt hört auf, hier eure Schwänze reinzustecken oder wir schießen sie euch ab, verstanden? Wie ist dein Name? Das müsst ihr nicht wissen, geht einfach weiter. Okay. Dann greifen wir uns trotzdem an. Da muss man irgendwas machen können, dass sie einen nicht angreifen, weil wir uns ja für die entscheiden wollen. Da schaue ich auf jeden Fall gleich mal. Vielleicht rennen wir nochmal zum Anfang. Hier oben irgendwo war der. Mit dem quatschen wir nochmal, was er dazu sagt, dass wir uns jetzt gegen die gewandt haben. Bis demnächst, euer Chojin.